Morgen, morgen, Mensch mit Guards. Wir sind wieder in Nordic Ashes mit der jungen Helga diesmal. Ja, die junge Helga hat irgendwie andere Eulen. Die schauen wir uns jetzt gleich erstmal direkt an. Darum schalte ich jetzt auch gleich bei den Relikten auf Ene Mene Mu. Und alt bist du. Alt bist du in der Lange nicht. Sag mir halt, wie alt du bist. Er hat nicht geantwortet, also fliegt er raus. Quatsch. So, Alfheim, Attacke. Machen wir hier. Experte, hart, hart, hart. Experte, hart, Experte. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Mach ich schon wieder auslosen? Ah. An sich würde ich ja hiermit erstmal noch ein bisschen was freischalten, damit es auf Experte ein bisschen leichter wird. Ja, komm, wir nehmen uns mal auf hart. Seid gnädig mit mir. Zwei Eulchen. Ach du Kacke, ist ja völlig scheiße, Einfallswaffe. Ach komm. Müssen wir durch. Komm, greif an. Attacke. Oh, die kriegen sogar was kaputt. Ja, oh, wenn ich die gut nutze. Dann geht das sogar. Hier rum, den da, bumm, jetzt den da, jetzt die zwei, bumm, bumm. Oh, cool. Den da noch mitnehmen, den da wieder mitnehmen. Oh ja, es läuft. Komm, ran, ran, ran. Ja, oh, ich bin richtig edel. Was schon drei. Oh, geil. Oh, zwei Tücher. Zwei Tücher, Leute. Oh, geil. Ist einfach zu geil. Oh, jetzt aber auf Stufe 5, komm. Jetzt sind sie einfach nur schneller, wa? Ich könnte halt einfach mal gucken, was ich damit aufwerte. Ich drücke einfach immer nur drauf. Ah, komm. Ich habe ein bisschen umgeskillt. Ich kriege jetzt nicht mehr so ultimativ viel Erfahrung, dass ich, sagt er, während der 4 Level steigt. beim nächsten sind es 5. Ich kriege halt nicht mehr so ultimative Erfahrung, damit ich am Ende nicht noch 30 Level übrig habe, sondern habe das jetzt ein bisschen in Geld reingepackt. Darum fange ich jetzt auch schon mit 10 Geld an. Oh, irgendwo ist ein Bossgegner aufgetaucht. Oh, größere Sammelreichweite. Noch übertriebener. Dann sammle ich bald die ganze Welt ein. So, können wir nochmal. Jetzt braucht 3 Punkte. Ab jetzt brauche ich 3, stimmt. So, jetzt haben wir 3. Hui, noch mehr. Bum, 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 bum. Komm, machen wir das wieder kaputt. Den ollen Baum. Baumangriff. Ah, die fliegen so, jetzt hat so die komische Spirale. Da muss ich ja theoretisch anders laufen wieder. Ich finde es aber komisch, wenn der Baum kaputt ist, dass die Wurzeln noch weiter fliegen können. Oh, ich habe ein paar Level gemacht. So, jetzt brauchen wir 5 Punkte. 3 haben wir schon. Der Baum hat halt gerade schön gebracht. Aber es ist leichter als mit den Karten, einfach weil sie dauerhaft angreifen, dauerhaft da sind. Die Karten, die waren ja gefühlt immer 20 Sekunden weg, bevor die wieder einen Angriff gestartet haben. Gut, wenn die Gegner nah ran sind, ist ein bisschen blöd. So eine mittlere Reichweite ist die Waffe ganz cool. So, jetzt haben wir auch erstmal gemaxed. So, jetzt überlege ich, ob ich erstmal, das hier dauert ja sowieso noch eine Weile, bis ich hier das voll kriegen würde. Machen wir das jetzt schon? Nee, komm. Wir laufen hier nochmal kurz weg. So, jetzt fliegen sie noch ein bisschen schneller. Oh, da ist nochmal ein Dicker. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Oh, der ist aber schnell verreckt. Mensch, die Eulen sind ja ganz geil. Ich wollte eigentlich nach oben, dass ich die Eulen auf einen Kristall reinbuttere. Komm, ist ja gleich hier um die Ecke. Zack. So, was haben wir denn hier? Die Masse und gefrierender Pfad. Eulen hinterlassen eine kalte Spur. Die Gegner einfrieren. Und hier waren sie einfach schneller für 5 Sekunden. Hier, komm, ich nehme mal das. Wir hatten das noch nicht. Ich muss ja alles sowieso einmal haben. Fürs Glossar, für die Sammlung quasi. So, irgendwo ist wohl ein Boss aufgetaucht. Wo ist er? Wo ist er? Hier unten ist er nicht. Wo ist er denn? Ich habe da gerade eine gehört. Ach da, der Baum. Mach den Baum kaputt. Danke. Schon ordentlich viele Punkte kassiert. Wir nehmen mal das. Das habe ich nämlich auch noch nicht. Dass mich das alle Minute gefühlt mal heilt. Alle 50 Sekunden. Warum steht denn jetzt alle 50 Sekunden? Eben stand da doch noch eine ganz andere Zahl. Muss ich nicht nachvollziehen können. Komm, wir gehen jetzt auf XP und auf Sammelreichweite. Mehr XP, mehr XP. Weil die Eulen, die hauen ja momentan noch alles weg. Da brauche ich mir ja auch keinen Kopf machen. Komm, Oma, geht nach von rechts, dass die da in dem Bereich töten kann? Ich laufe extra raus, damit ich die nicht aus Versehen schon vorher töte. Jetzt kommen ein paar von hier drinnen. Komm. Sondern ein paar Kisten mitnehmen hier. Ah, leider nicht drin.
Leider nicht bei gewesen. Komm hier, ein bisschen Erfahrung noch. Ja, ist halt nur schwer jetzt. Merkt man ja. So ein bisschen irgendwie. Ist nie, vielleicht sind doch einfach die Eulen. Wenn wir die auf Experten vielleicht auch nochmal probieren. Mal gucken. Mensch, bin ich ja leider fast durch. Das Spiel braucht mal langsam ein Update. Neue Welten. Immer die gleichen zwei Welten ist ein bisschen schade. Aber gut, es ist halt auch noch dolle, dolle Early Access. Ist ja wirklich noch sehr jung, das Spiel. Und dafür läuft es einfach super flüssig. Außer wenn man vielleicht den Ring benutzt und dann 3000 Erfahrungspunkte mit einmal kassiert, dann ruckelt es mal kurz. Aber ansonsten. Also nicht mal immer, nur ab und zu mal. Ah, mit den Eulen muss man ein bisschen aufpassen wegen der Reichweite, weil die diesen Strudel sich so komisch treffen. Müssten vielleicht doch noch ein bisschen Tempo kriegen, damit die schneller fliegen. Damit die nicht dazwischen durchlaufen können, so sich durchschlängeln. Eins, was an Helga schade ist, die hat zu wenig Waffen. Also die drei Waffen. Ich bin aber vielleicht einfach verwöhnt, weil ich ja nun. Die anderen haben ja auch bloß drei Waffen. Aber der Hafrim, der hat ja halt arschvolle. Hat er der vier oder fünf? Ist halt geil mit dem. Ich bin bloß so ein bisschen enttäuscht von den ganzen Ultima-Waffen bisher. Ich finde alle mal nicht so geil. Vielleicht checke ich das irgendwie nicht, aber wenn ich eine Attacke halt nur einmal in einer Minute benutzen kann, dann muss sie halt so geil sein, dass sie eine andere Waffe quasi von einer Minute wieder reinholt. Oder mir wenigstens ordentlichen Gegner-Damage macht oder irgendwas. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich die jetzt als ultimativ betrachte. Also als Ultima würde ich jetzt weniger bezeichnen. Hier muss ich 15 Münzen bezahlen, um 25 zu kriegen, oder? Ja. Naja, ist zumindest ein kleiner Bonus. Ich brauche halt bloß erstmal welche. Und mehr Herzen wären mir auch lieb. Ich könnte mal wieder ein paar Punkte verteilen, wa? So, noch mehr XP. Ja, hier rumzustehen bringt mir an sich gar nichts. Außer Erfahrung. Ich überlege halt, ob ich in den Bereich laufe. Aber ich würde. Oh, scheiße. Ich würde halt gerne erstmal einen Heiltrank kriegen. Das ist ein großer. Warte mal. Den laufen wir da erstmal hier rein. Holen uns das. Jetzt sind wir natürlich nochmal ein bisschen langsamer. Aufpassen, dass mich jetzt nicht noch irgendwas trifft. So, und alle 50 Sekunden soll ich da angeblich geheilt werden oder nicht? Ich habe doch diesen Trank hier genommen. Ist das noch alle 50 Sekunden? Ja. 51,6. Hä? War es nicht zwischendurch anders? Ich check hier gar nichts mehr. So, ein Punkt noch, dann können wir das auch voll machen. Jetzt sammelt er die ganzen Sachen aus Timbuktu noch ein. Semi-Reichweite ist ja diesmal völlig übertrieben. Einfach, eigentlich ist das total dumm. Die hat schon Sammelreichweite und ich kriege mit ihr Sammelreichweite. Das ist schon, ist eigentlich, ja, mal gut, ich kann ja meinen ganzen Bildschirm mit einsammeln, aber ich habe ja davon nichts. Also. Irgendwann ist es halt so, dass es nicht mehr so ultra dolle pfeift. Also durchzieht so. So, jetzt haben wir hier den Punkt auch. Jetzt sammelt er noch weiter ein. Ich hätte das sein lassen können, wenn ich darüber schon so rumschwadroniere. Warte mal, dann pumpen wir lieber noch ein bisschen Schaden. Und jetzt müssen wir aus dem Bereich rauskommen hier, bevor der mich trifft. Und der ist aber schnell schon wieder tot gegangen. Ich verrecken aber auch. Da ist noch ein Baum zwischen. Ja, hier in der Welt ist halt ein bisschen schwieriger, dass die Bosse hier einfach. Ja, wie soll ich sagen, mehr Effekte reinbattern, sozusagen. Einfach auf den Sack gehen. Hier, Projektiltempo, noch mehr Sammelreichweite oder Crit. An sich finde ich alles nicht so geil, aber ich nehme jetzt den Crit. So, da gibt es für 5 einen Stock. Der macht, glaube ich, einen Schaden mehr und 10% schneller Angriffstempo. Das heißt, die Eulen fliegen jetzt schneller. So, dann gucken wir nach links. Da holen wir uns das Geld noch ab. Hoffentlich komme ich da noch hin. So, den einen Klops hier, den dicken, müssen wir noch kaputt kriegen. Warte mal, da wärmen wir das hier mal richtig auf. Noch ein Klops. Haben wir kaputt, den Bastard. So, den haben wir auch. So, ist hier unten noch was drin? Na, nur bedingt. Weiß, da unten könnte ich jetzt Gegner drin umbringen, aber habe ich gerade nicht so viel von. Ist in den Kisten noch ein bisschen Money? Ja, eine Münze immerhin. So, da oben gibt es 25 Geld. Die holen wir uns, damit wir für einen Händler nochmal 10 Münzen mehr haben. Och, ein bisschen dumm, ey. 15 ausgeben. Oh. Um 10 zu halten.
Ja, diese scheiß kleinen Viecher. Die sind mit den Eulen gar nicht so schön. Aber ich habe ja nicht nur die Eulen zum Glück. Oh, geh mal weg. So, die Gegner, da lassen wir jetzt natürlich keine Erfahrung mehr großartig. Also pimpen wir das schon mal voll auf. Man kann ja auch hier durch die Bäume oder durch die Äste da die Baumstämme durchheizen. Allerdings ist mir das immer ein bisschen knapp. Oh ja, Bewegungstempo. Warum finde ich das jetzt erst? So. Wie gesagt, man kann durchheizen. Man muss nicht. Aber nehmen wir den Trank einfach wieder mit. Nochmal. Was? Das wurde jetzt beschiss. Ich wurde ausgewichen. Komm, gibt's hier nochmal irgendwo was? Ah, da bin ich schon wieder komplett heile. Bisschen wenig Treffer, wie gesagt, haben wir gerade. So, es haut den jetzt tot hier. Bleibt einfach in seiner Nähe und dann haut er den einfach platt, okay? Ist das in Ordnung? Komm, mach den kaputt da. 81 Schaden kritisch. Das war knapp. Komm, haut ihn weg. Was weg ist, ist weg, oder? Perfekt. Geht auch. So, was nehmen wir denn jetzt? Mehr Erfahrung, Mensch. Oh, cool. Die Eulen, darf ich das hier weiter angreifen? Das ist geil. Machen so kann ich die. Also die anderen Sachen, die schießen ja nicht so oft auf Gegner. Was mich aber ein bisschen irritiert ist, warum steigt denn der Gnöcki in keinem Level jetzt mehr? Der muss doch noch auf Stufe 5 bei mir kommen. So, wir nehmen erstmal das mit. Erhöht die gewonnene Erfahrung. Ja, das bringt mir ja gerade gar nichts. Oder nur sehr, sehr wenig. Drüben die Karten will ich eigentlich auch noch ausprobieren. Die waren das, ja. Ich glaube. Hier habe ich beide schon gesehen. Hier fehlt mir noch eins. Ja, ich mache hier weiter. Würfel ich jetzt neu oder nehme ich mir mehr Erfahrung mit? Ja, bisher hat die Erfahrung gereicht. Komm, wir würfeln neu. Was ist denn das da? Der Schneeball wieder, ja? Der Schneeball, was ist denn das? Ach so, die Feuersteine, die Gegner am Brand setzen eventuell. Dann nehmen wir doch einfach noch einen Herzcontainer mit. Wir nehmen den Eisball mit. Wir würfeln neu. Die Blitzrune nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Wirkungschance oder Lauftempo. Wie schnell bin ich denn? Es geht eigentlich. Ah, ich habe sowieso nicht mehr genug Tacken. Ist also vollkommen Boogie, was ich nehmen würde. Der Ring ist eigentlich ganz nett, aber ich sammle ja jetzt mittlerweile gefühlt auf 1000 Kilometer Reichweite ein. Ja. Komm. Wir könnten jetzt natürlich hier unten den Schneeball und den Blitzkram noch zusätzlich aufwerten, wodurch die Erfahrung wieder ganz nett werden könnte. Jetzt, wo wir ein paar mehr Waffen haben. Aber ich denke, das kriegen wir vielleicht auch so voll. Mal gucken. Nutze ich halt die ultimative Fähigkeit einfach nur nicht. So, hier würden wir nochmal Herzen kriegen, wenn wir das haben. Die junge Helga, Mensch. Ich meine, die ist genauso wie die andere. Ich sehe auch bei den Eulen keinen Unterschied. Also, das ist ja nur eine Grafiksache. Also eine Optik, so ein Skin einfach nur. Hätte ja sein können, das wäre cool gewesen, wenn die nochmal irgendwo die ein bisschen anders fliegen oder noch sogar andere Fähigkeiten hätten. Aber gut. Alles noch Early Access. Vielleicht kommt das ja sogar noch. Und wenn nicht, ist das bei einem Charakter auch nicht schlimm. Ich hoffe halt immer noch, dass ein paar Charakter noch dazukommen. Und vor allen Dingen mehr Welten. Ich will nicht nur Pilze, Bäume, Wölfe. Ja, Minibosse. Das ist auch so eine Sache. Ich weiß ja leider immer, egal was ist, als erstes kommt der Boss in der Welt, als zweites kommt der Boss, als drittes kommt der. Das wäre noch cool, wenn das so ein kleiner Pool quasi wäre aus jeweils drei unterschiedlichen Bossen und die drei unterschiedlichen Bosse einfach so zur Auswahl habe. Ja, ich nehme die wahrscheinlich. Ja. Das wäre fein. Einfach drei unterschiedliche Gegner, die denn. Oh Gott, nicht den jetzt. Oh nein, nicht den. Oh, der ist ganz gut. Den kriege ich, glaube ich, mit meinen Waffen hin. Das hätte vielleicht was. Das wäre gar nicht, stelle ich mir ganz gut vor. So, wir haben jetzt doch hier noch Punkte. Ich werde die Karten hier weiter auftunen. Wobei, was heißt genug Punkte? Allzu viel haben wir jetzt nicht. Und der ist kaputt. Also, solange ich mich nur so langsam bewege, klappt das alles ganz gut. Aber so ultra durchrennen kann ich mit den Eulen leider auch nicht, weil das Tempo, glaube ich, zu gering ist. Bisschen mehr Geld hätte ich gerne noch für den nächsten Shop.
Ich weiß, ich habe ja noch den einen Punkt übrig, aber den würde ich halt in die Tarotkarten stopfen, wenn die voll sind. Jetzt brauche ich ja schon 3 Punkte, also brauche ich jetzt 11 Punkte und dann sind die. Aua. Drecksbaum, habe ich dich nicht mitgekriegt. Komm, stopp. Perfekt, aber ihr könnt auch mal eine Kiste fallen, das habe ich auch kein Problem mit. Muss nicht immer so eine Gummi-Erfahrungskugel sein. Die Kisten mag ich noch mehr, bin ich ehrlich. Ja, bisher kriege ich hier. Ich meine, hier liegt ja gar keine Erfahrung mehr rum, weil man das instant einsammelt mit der Reichweite, die er sammeln kann. Das ist natürlich schon echt geil. Wenn ich jetzt noch die anderen Waffen aufwerte, das ist bestimmt auch cool. So, jetzt könnte ich natürlich hier gucken. Ja, Crit-Chance und Abklingzeit. Ich könnte natürlich auch einfach neu würfeln, aber. Hier aber Angriffstempo und Crit-Chance. Ich finde das eigentlich ganz okay so. Das ist vielleicht, wenn man irgendeine Waffe hat, die mit ganz viel Projektilen gut funktioniert. Und man dann natürlich ein bisschen mehr Projektile noch haben will. Dann ist das vielleicht eine Sache, die man sich überlegen kann. So, ich brauche halt 5 Punkte jetzt. 5 Punkte. Wir brauchen 5 Punkte. 5 Punkte geben mehrere Erfahrungen. Wir brauchen Erfahrung. Mach ihn mal kaputt. Genau, gut gemacht, gut kaputt gemacht. Wir mehr Erfahrung wollen. Mach ihn kaputt. Ja, komm, jetzt haben wir noch einen Punkt, fehlt noch. So, dann das zweite. Shuffler. Karten erscheinen schneller. Jede Karte wirft eine andere Karte in die entgegengesetzte Richtung ab. Zeig mal. Ach so, einfach nur so. Aber dafür werden sie jetzt nicht mehr größer. Ja gut, das hilft mir aber, damit die kleinen Gegner, die in dem Zwischenbereich sind, nicht rankommen. Oh, ich merke gerade, da liegt tatsächlich noch Erfahrung in zweiter Ebene rum, die ihr doch nicht mehr schafft einzusammeln, weil ich anscheinend auf größere Reichweite durch die Schneebälle ein paar Gegner tot kriege. Das heißt, ich muss tatsächlich jetzt im Kreis laufen, ein kleines Stück. Unfassbar, oder? Ich muss mich bewegen. Ich dachte, ich kann mir hier einfach die Füße entspannt auf die Stelle rumlatschen. Aber nee, ich muss mich bewegen. Oh, da ist eine Kiste aufgetaucht. Da muss also ein Gegner gewesen sein, der größer war, aber. Mir gar nicht aufgefallen. Der muss aber schnell gestorben sein. So, Abklingzeit von den Dingern. Hier, Projektiltempo, damit die Eulen noch schneller rumheizen. Wenn die schneller rumheizen, fliegen die öfter an dem Gegner vorbei. Und das heißt, die machen halt auch nochmal öfter Schaden. Ja, Treffertechnik sieht ganz nett aus mit den 6. Da kann ich mich echt entspannt hier hinstellen. Ja, lo, lo, lo. Ich habe 10 Punkte. Was machen wir damit? Reich. So, Angriffstempo und so kommt auch noch, aber ich glaube, wir werten jetzt erstmal danach unten die Waffen auf. Wo jetzt der Bereich hier steigert worden. Fliegen die Karten halt nochmal ein Stück weiter, oder? Sind die einfach nur breiter? Die größer geworden? Ich glaube, die sind größer geworden. Das meinen die als Bereiche immer, ja. Dass die Projektile einfach fetter werden. Also ich würde dich doch einfach Projektilgröße nennen. So, machen wir diesen hässlichen Heiler da kaputt. Der heilt euch immer, das muss nicht sein. Machen wir den kaputt. Der Heiler muss weg. Der Heiler muss weg. Danke. Noch ein Heiler? Nö. Schon wieder 8 Punkte zusammen. Komm, Schneeball. Alles in den Schneeball. Die Winteredition heute. Ach, Mensch. Da ist ein Baum zwischen. Den habe ich fast übersehen. Und da ist der Baum auch schon wieder weg. Nicht? Doch. Eigentlich muss ich mich bloß umgucken, wo der nächste dicke Gegner kommt, oder? Mit den Karten ist tatsächlich gar nicht so verkehrt. Wenn die jetzt noch fett werden würden, weil ich den zweiten Punkt da reinklatsche, dann ist das bestimmt richtig eklig für die Gegner. So, wir haben 5 Punkte. Rein damit. So, jetzt kommt der Blitz dran. Oh, da war wohl ein Gegner zwischen, der auf mich schießt. Mach mal kaputt hier, Eulchen. Oh, das war's auch schon mit dem wieder. Noch irgendwo? Früher kamen die immer im Doppel- und Dreierpack, aber es liegt bestimmt daran, weil ich auf normal spiele. Nee, auf schwer spiele bloß. Oder war es normal? Nee, es war schwer. Normal wollte ich jetzt doch nicht nochmal. Stimmt. Er hätte vielleicht doch auf Experte versuchen sollen, wenn hier sich nichts ändert bei der Ollen. Nun gut. Ist halt so. Haben wir nicht gemacht. Machen wir nächste Ausgabe. Da ist er. Den mag ich schon ein bisschen weniger. Was sind jetzt Doppeltreffer? Ist denn die Heilung da? Ach komm, jetzt so gut hier mit deiner Scheißattacke. Da ist noch eine Heilung. Da ist noch eine Heilung. Da ist noch eine Heilung.
Hör mal auf mit dem Scheiß. Ich habe mich viel zu oft treffen lassen von dem Dussel. Bumm, jetzt brauchen wir noch 4 Punkte. Komm, Eulchen. Haut mal Rinder. Oh, der macht schon wieder diesen Scheiß hier. So, ab jetzt fängt er an, glaube ich, schneller zu werden und auszurasten, oder? Jetzt rammt er? Ne, jetzt schießt er weiter. Sind die Bereiche bloß nochmal fetter geworden? Ah, jetzt rammt er. Jetzt komme ich hier gerade nicht lang. Ach, Mann, ich will doch bloß da lang nach links. Jetzt lass mich doch mal da irgendwo durch. Oder Blödkopf, jetzt ist ja einfach gestorben. Ist doch nicht euer Ernst. Ich wollte links an dieser, an diesen Ring noch ranlaufen. Ach, Scheiße, Mann. So, ist hier was drin? Ja, ein bisschen Geld. Heilung. Muss aufpassen, dass ich nicht aus Versehen was kaufe, während ich hier so rumlaufe. Wieso steigt denn Gnocchi nicht mehr? Muss mal gucken, woran das liegen könnte. So, den Pilz nehmen wir uns mit, der kostet fast nichts. So, erneuern können wir nicht. Das heißt, wir müssen eigentlich das mit dem Brennen machen, aber das bringt mir ja gerade gar nichts. Oder ich nehme den hier mit. Ja, komm, nehmen wir den mit. Weil ich kann mit dem Geld nichts anfangen. So, wir machen die Karten weiter, oder? Ja, wir machen die Karten weiter. So, ein Punkt fehlt mir noch Erfahrung. Dann haben wir den Blitzkristall da auch noch erhöht. Hier haben wir. Ja, sind das fette Karten in beide Richtungen. Das sieht aus, du. Sieht man zwar einen halben Bildschirm wieder nicht, aber naja. Ja, gilt. Brauche ich jetzt nicht mehr. Da rechts ist ein Baum. Komm, mach mal weg. Akkurat. So muss das. So, dann tun wir den Blitz jetzt hier auf. Dann fangen wir wahrscheinlich an mit Angriffstempo nochmal. Noch ein Heiler? Komm, mach platt den Heiler. Der gibt's hier nicht. Hier wird nichts geheilt. Einzig, was hier heilt wird, werde ich sein. Hier, komm. Hinterher. Der wird immer zurückgedrängt. Oh, da ist so ein Ring drin. Den nehmen wir mal mit. Jetzt fall um. Och, Kiste. Kiste, habe ich lange nicht erwähnt. Schon gar nicht mehr dran gedacht. Und es gibt noch Kisten. Angriffstempo. Abklingzeit. 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 Wir nehmen Abklingzeit. Verstanden? So, Attacke. Einfach nur Erfahrung sammeln. Ach, wobei es egal ist, weil ich einen Ring habe, der mir die Erfahrung auch so nachher am Ende gibt, wenn ich den Knopf drücke. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller. Irre! Ach ne, ach Gott, so ein dummer Scheiß früher, ey. Geht nicht mehr aus dem Kopf. Der unsinnige Kram, oder mal ehrlich, könnt ihr meine Kommentare schreiben, falls überhaupt noch jemand hier schreibt bei mir. der unsinnige Scheiß, der bleibt einfach über Jahrzehnte hängen, Alter. Ich habe immer noch die Zettelmelodie von King of Queens im Kopf, von den Dinos, von der Gummibärenbande mit Todd. Den Namen bleiben auch hängen. Ich erinnere mich teilweise nicht mal mehr, wer in meiner Klasse gegangen ist. Aber ich kenne von irgendwelchen Anime-Serien, ob das Dragon Ball oder so ist, kenne ich die Charaktere noch. Ist echt schlimm. Sowas bleibt einfach ewig in der Birne. Aber wie alle, ich würde nicht mehr meine komplette Klasse in der Schule zusammenkriegen. Und ich bin jetzt Mitte 30. Also fast Mitte 30. Alter Mann. Machen wir hier. Ich, irgendwas tun. Eigentlich gucke ich schon gar nicht mehr, was ich aufwerte. Weil es unwichtig ist. Ich krieg sowieso wahrscheinlich hier noch Punkte zusammen. Der Heiler muss weg. Der Heiler muss mir eine Kiste geben, weil ich Kisten geil finde. Heiler Kiste, Heiler Kiste. Aua! Was war das denn? Ein Baum? Die Sau? Diese miese Ratte? Hat er mich einfach getroffen? Ich hab dir ja nicht. Doch, ich hab dir was getan. Ich hab dich platt gemacht. Tut mir leid. Mache ich nächstes Mal aber trotzdem wieder. Oh, gibt's hier noch was? Eigentlich kann ich hier rumlaufen. Hier liegt immer noch Heilung rum. Ist eigentlich vollkommen egal, ob ich getroffen werde. Dann heile ich mich eben nochmal. Oh. Wo ist die Heilung? Da. Ach, habe ich schon automatisch heile durch meine Abklingzeitsheilung, ja. Ach, komm. Da haben wir nochmal Heilung. Ist hier nochmal irgendwas? 10 Punkte haben wir schon wieder zusammen. Autsch.
Und will er heilen. Oh, nochmal ein Gegner. Ja gut, alles aufzuwerten wird wahrscheinlich diesmal tatsächlich nichts werden. Da müsste ich da noch unten, was sind das? 22 Punkte reinbuttern und die kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Gerade weil hier oben auch nochmal drei rein müssen. Also, dass ich da aufgewertet habe, dass ich 25%, beziehungsweise downgewertet habe, dass ich 25% weniger Erfahrung kriege, merkt man jetzt doch. Oh, nochmal eine Kiste. Aber es macht jetzt auch nichts aus, glaube ich. Abklingzeit oder Abklingzeit? Ja, komm, nehmen wir von denen, weil die habe ich immerhin zwei Kristalle drin. So, ab jetzt ist bloß noch die Spezialfähigkeit, die ich nur so mittelmäßig finde bisher. Unten können wir nochmal eine Münze einsammeln, auch falls hier niemandem was bringt. Nein, da juckt gerade. So, dann links ist noch ein kleiner Trank. Komm, lauf mal zum kleinen. Oh, ne, jetzt brauchen wir einen großen. Jetzt laufen wir doch zum großen. Quatsch. Das ist gerade voll kaputt, wo die hinlaufen. Hier ist nochmal ein Heiler. Wenn die kaputt kriegen, kriegen wir nochmal eine Kiste. Komm, bevor der Boss kommt. Ist der Boss nicht gestorben? Hat der Boss Erfahrung fallen lassen oder was? Die Sau. Irgendwas Vernünftiges geben können. So, wo bleibt sie jetzt? Da ist sie, Helga. Ne, Astrid. Ich bin Helga. Verdammt. Die Münze bleibt vor mir liegen. Nein, diese tolle, wunderschöne, akkurate. Oh, ich war schon angegriffen. Das war unschön von dir. Das finde ich nicht in Ordnung. Mensch, aufpassen, dass ich nicht in deine. Aua, jetzt bin ich da auch noch stehen geblieben. In deine Scheißerin laufe. Schießt du schon wieder Kugeln? Muss das denn sein? Hast du nicht Neues drauf? Ich dachte, du lernst immer ein paar neue Tricks. Aua, ich werde aber oft getroffen gerade. Aua! Scheiße, ich verkacke das hier noch. Ich muss mich echt mal konzentrieren und nicht nur ein Blödeln machen. Immer dieses Rimblödeln. Lalala. Jetzt könnte die Heilung noch mal ein bisschen reinschocken, oder? Ach, mich verfolgen der Kugeln. Das macht sie gerade. Ach so. Halt die sich nicht da eigentlich mal zwischendurch? Jetzt so, oder? Ja, jetzt will sie sich, glaube ich, heilen. Komm, hau weg, bevor die komplett heile ist. Attacke! Ah, die Eulen sind bei der nicht so geil, weil man nicht richtig rankommt. Die halt immer wegfliegt. Das eigentlich sind jetzt gerade nur die Karten, die Schneebälle und eventuell das Blitzzeug noch. Ich dachte, ich heile mich alle 50 Sekunden. Habe ich mich schon einmal geheilt? Ja, ich glaube ja. Sieht man eigentlich die Abklingzeit dieser Fähigkeiten? Alle 46 Sekunden jetzt, so wegen der irgendeiner Aufwertung wahrscheinlich. Ach, was weiß ich. Irgendwo steht das vielleicht, vielleicht doch nicht. Sehe ich hier irgendwo eine Abklingzeit? Ich glaube, ich sehe nichts. Oh Mann! Kannst du mal aufhören mit diesen Kackangriffen? Ich mache einfach so wenig Schaden, dann werde ich schon tot, ey. Weil die Eulen einfach nicht so geil sind gegen die. Sind tatsächlich nur die fliegenden Karten. Jetzt regnet schon wieder diese Scheiße hier. Ich krieg die halt nicht richtig getroffen. Fliegt die halt auch durchgehend aus der Map raus. Das ist auch so dolle, dolle Assi. Bleibt doch mal auf der Karte. Aua. Ich muss mich zwischendurch mal wieder kurz geheilt haben. Und die Kacke hier wieder. Was ist jetzt rausgefallen? Irgendwo ist was rausgefallen. Ja, irgendwie. War das ein Heiltrank oder was? Da unten. Wie kommt hier ein Heiltrank hin? Oh nein, zwei Kugeln. Passiert halt in der Boss-Arena sehr, sehr selten. Einfach weil hier auch weniger Gegner, glaube ich, kommen. Aber kommen jetzt nicht noch abnippeln hier. Achso, doch, die muss abnippeln. Ja, es war für die getroffen, war nicht so gut. Ist nicht das beste Set für Bosse.
Wenn der Schwerexperte wäre, hätte ich mich jetzt auch besiegt. Aber ich schaffe es, ich schaffe. Ich habe irgendwie ein wärmeres Bräu dadurch noch zu meinem Glossar hier, das mich geheilt hat, immer alle 50 Sekunden plus minus. Damit haben wir im Glossar jetzt fast alles. Wir können ja mal einschalten. Ja, da fehlen nur noch vier Sachen. Ich muss mit irgendwie noch einem extra Charakter was schaffen, anscheinend. Oder irgendwas Unbekanntes. Midgard, Alfheim und irgendwie so finden. Und habe fünf, ja, Glückslöffel mit Gnocchi. Der steigt ja momentan nicht. So, und hier ist auch noch irgendwas Unbekanntes. So, hier haben wir leider keine extra Punkte gekriegt. Heilungsaltar brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich könnte jetzt einfach das Angriffstempo oder so irgendwas noch hier. Ja, Truhen neu würfeln. Hier Bosse einfach nochmal ein bisschen mehr Schaden machen. Ja, damit haben wir die alte ja an sich komplett. Hier, das eine auf Experte noch. Das auf Experte werde ich wohl jetzt noch offscreen machen. Drum, ja, mal gucken. Aber hier ist doch noch. Warte mal, wir gehen nochmal zurück. Hier ist doch noch wer. Wie schalte ich ihn den frei? Da steht ja bloß Kauderwelsch. Vielleicht alle mal auf Experte schaffen? Wie kriege ich den? Das würde mich interessieren. Bei alle anderen habe ich doch jetzt schon geil fertig. Hier, alles fertig. Ist ja das Einzige. Wahrscheinlich wird es das sein. Wir werden sehen. Darum, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.